Einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Trek Away Team. Und ich würde sagen, mit dem Einsatz 11 Undercover auf Romulus fahren wir einfach mal fort. Wir konnten die von Neural 7 stammenden Informationen entschlüsseln. Übertragungen zwischen Neural 7 und der neutralen Zone weisen auf eine starke Präsenz der Aufseher auf Romulus hin, der Heimatwelt der Romulaner. In den Übertragungen wird ein sogenanntes großes Erwachen beschrieben, das die gesamte romulanische Bevölkerung der Seuche der Aufseher aussetzen soll. Allerdings müssen wir die Authentizität der Informationen anzweifeln, da die Aufseher bereits zuvor falsche Informationen in ihrem Kommunikationsnetz verbreitet haben. Ich bin mir über die Risiken im Klaren, Commander. Die Aufseher wissen von unserer Existenz, was sie um einiges gefährlicher macht. Aber wir müssen den Köder annehmen. Wenn die Antwort auf Romulus zu finden ist, dann werden wir in die neutrale Zone eindringen. Wir werden uns Romulus als Warbird getarnt nähern und ein Away-Team auf den Planeten beamen. Sir, ich habe den Extraktor noch weiter verbessert. Quatsch doch nicht immer dazwischen. Er kann nur dazu verwendet werden, ein Lähmungsgift von bestimmten Pflanzen aus unterschiedlichen Welten im Alpha- und Beta-Quadranten freizusetzen. Okay. Wählen Sie hier die Mitglieder des Away-Teams aus. Thatcher. Jupp, du bist auf alle Fälle dabei. Warum? Extraktor, Teleporter, Gedankenverschmelzung, Computersystem. Warum wird hier kein Hypospray empfohlen? Das irritiert mich. Okay. Das verwundert mich. Dies ist der Hauptrechner des Subprätors. Das gesamte Team muss sich hier sammeln, über das Schaltpult die benötigten Informationen abrufen und die Schilde stören, um sich herauszubeamen. Alle Romulaner in der Nähe des Hauptrechners tragen Detektoren, mit denen sie ihre nicht-romulanische Physiologie erkennen können, wenn sie ihnen zu nahe kommen. Der Bereich unterliegt der höchsten Sicherheitsstufe und kann nur mit einem Identifikationschip betreten werden. Okay. Der Chip, den Sie benötigen, befindet sich in etwa hier. Da es sich hier um eine abgelegene Provinz auf Romulus handelt, erwarten wir Lücken im Sicherheitssystem. Dennoch ist Vorsicht geboten, da die Tarnung des Teams nicht perfekt ist. Ja, das ist sehr klar. Oh, sieht aber ziemlich perfekt aus. Okay. So, erste Amtshandlung. Teleporterzelle aufstellen. Zweite Amtshandlung. Ach, die haben gar keine Betäubenfunktion. Wenn es geht, den Typen hier wegholzen. Medizinischen Beistand. Na, ey. Komm. Den weg. Den weg. Ist nichts passiert. Alles cool. Wir sind alle Freunde. Okay. Gut, machen Sie kehrt, Bürger. Hier haben nur Beauftragte des Subprätors Zugang. Ich bleib bei der offensiven Taktik. Granate wäre ganz praktisch. Na? Ich will dich treffen. Okay. Geht doch. So, die offensive Taktik ist manchmal sehr praktisch. So, dann holen wir uns diesen Chip. So, was ist das? Blaue isolinearer Chip. Ein blauer isolinearer Chip, okay, alles klar. Und der bringt mir jetzt was? Muss ich den irgendwo kodieren, oder? Na, hallo. Ich finde das doof, dass das hier unten
immer wieder zurückschaltet. Das finde ich bescheuert. Ja, dann müssen wir hier hin. Das da oben auf der Treppe sind Biofilter. Wir müssen schnell sein, da sie uns innerhalb von Sekunden erfassen. Zugang ausschließlich für Beauftragte des... Verzeihung, ich habe Ihren Ausweis nicht gesehen. Sie Was für ein Ausweis? Passieren. Hä? Ist der Chip ein Ausweis oder was? Naja, gut. Kann ich die... Sind das diese Biofilter oder... Kann ich die mir auch anzeigen? Na, ihr sollt doch noch nicht losrennen. Seltsam. Der Biofilter registriert nicht romulanische Lebenszeichen. Wir müssen die Scanner rekalibrieren. Ich werde die Wachen alarmieren, damit sie auf Eindringlinge achten. Also muss ich mich wohl von allen Romulanern irgendwie fernhalten. Das da oben auf der Treppe sind Biofilter. Wir müssen... Ja, das wissen wir ja jetzt. Zugang ausschließlich... Verzeihung. Ich habe Ihren Ausweis nicht gesehen. Sie können passieren. Ist das ein Biofilter? Was ist hier bitte der Biofilter? Ach, ich liebe es ja. Okay, dann speichern wir mal hier. Versuchen wir hier mal durchzurennen. Seltsam. Der Biofilter registriert nicht romulanische Lebenszeichen. Wir müssen die Scanner rekalibrieren. Ich werde die Wachen alarmieren, damit sie auf Eindringlinge achten. Okay. Ich weiß nicht, habt ihr einen Biofilter dabei oder sind das diese Dinge? Ich weiß es echt nicht. Auf was muss ich achten? Wovon sollte ich mich fernhalten? Aha. Ich liebe das ja. Ist ja irgendwie mal ein Moment, wo keiner irgendwo ist. Gehen wir mal ganz hier rüber. Ich werde angegriffen. Ich bin getroffen. Mist. Schieß doch. Ich bin getroffen. Ach, verdammte Axt. Ach, ich bin ja schon verletzt hier. Danke. Ja, ansonsten hätte ich es, glaube ich, ganz gut geschafft. Hä? Ich bin getroffen! Kosakenattacke! Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Oh Mann! Verdammt. Okay. Wir sind tief. Ich bin getroffen. Dann schieß doch bitte gleich. Ich bin getroffen. Ich werde angegriffen. Okay, dann heilen wir uns erstmal. So. Wir haben einen Toten. Vor allem Ding. Schieß doch gleich weiter. In Ordnung. Bin sofort zur Stelle. Kannst du ihn mal heilen, bitte? Ich bin verletzt. Ja. Okay. Wir legen hier die ganze Stadt. Hallo? Ich werde angegriffen. Ey, Idioten. Sag mal, das ist... Oh, das ist doch so zum Kotzen. Ey, wenn ich Pause drücke, dann führt doch... Warum...
machen die nicht gleich mit dem Befehl, auch wenn sie im Schuss sind, einfach mal weiter? Ihr schießt auf einen und sollt, wenn ich den nächsten markiere, dann schießt bitte auf den nächsten. Oh, da kriegst du das Kotzen bei sowas. Ja, jetzt kommt der auch noch. Hey, du Spaten. Geht doch. Müssen wir es halt offensiv machen, also sich. Oh. Wat? Hier unten sind. Sind mehr als zwei. Okay, da müssen wir. Okay, bringen Sie das gesamte. Ach Gott, heute ist ja echt. Bringen Sie das gesamte Team an den Fuß des Hauptrechners, damit es hochgebeamt werden kann. Okay, loggen Sie sich in den Hauptrechner des Prätors ein, um Daten über das große Erwachen herunterzuladen. Okay. Das ist doch die Konsole hier. Na super. Hau ab. Geh weg. Husch. Husch, weg mit dir. Husch. Hau ab. Verpfeif dir. Soll mal weggehen? Nee, natürlich geht der nicht weg, sondern näher ran. Ich hab gesagt, ihr sollt schießen. Ein Blut der Propheten. Das ist es wieder. Ein Blut der Propheten. Ein Blut der Propheten. Ihr Vollidioten, ey. Also. So langsam weiß ich wieder, warum das Spiel so schlechte Bewertungen gekriegt hat. Jamas. Was heißt denn hier, Jam? Ich bin getroffen. Warum? Ich werde angegriffen. Jeez. Oh, Gottes Willen. So, wo müssen wir jetzt hin? Karte. War wie? Was denn, da war ich doch. Mit meinen Computerkenntnissen bekomme ich das sicher hin. Was denn jetzt? Okay. Also, ist ja. Diese Individualscanner, die kannst du doch gar nicht umgehen. Das kannst du mir nicht erzählen. Wie willst du denn das machen? Du hast ja nicht mal einen Anhaltspunkt, wo, was, wie, wer ist. Medizinisches Computerlogbuch Dr. Sheila Thatcher. Das Away-Team hat entscheidende Informationen über den großes Erwachen genannten Plan der Aufseher entdeckt. Sie verbreiten ihre Seuche mittels mikroskopisch kleiner Naniten, die fähig sind, in das Gehirn des Wirts einzudringen und beträchtlichen Schaden am limbischen System und den Parietallappen des Gehirns zu verursachen. Die Aufseher verwenden kleine, tragbare Geräte, um andere mit der Nanitenseuche zu infizieren. Die Naniten beginnen dann, den Wirt so umzuprogrammieren, dass er die Anweisungen der Aufseher befolgt. Wir haben herausgefunden, dass die Aufseher Anlagen gebaut haben, mit denen die Massenproduktion der Naniten möglich ist. Captain Refalian hat vor, diese Anlagen zu zerstören, um eine weitere Verbreitung der Seuche zu verhindern. Ja, gut, aber das sehen wir dann in der nächsten Folge wahrscheinlich. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, schreibt einen Kommentar, ihr wisst, das hilft mir. Ansonsten vielen Dank, dass ihr dabei wart und Hauptsache ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.